Heute geht es zum Rolex 6 Netzteil mit 800 Watt Silber. Hallo und herzlich willkommen und schön, dass ihr auf meinem technischen Kanal zum neuen Video eingeschaltet habt und wieder dabei seid. Und sollte euch Technik interessieren, dann liegen Sie hier richtig, dann lasst doch bitte ein Abo da. Das schon mal danke für unseren kleinen technischen Kanal hier. Ja, Testnetzteil war günstig, 65 Euro derzeitiger Preis, Tagespreis 77,90. Ich habe es im Prime recht günstig bekommen. Das ist das Rolex 6 AG800M, ist ein 800 Watt Netzteil, voll modular. In der Silver, ja, plus 80 plus Silver, 87% Wirkungsgrad mit einem 140 mm Lüfter drinnen. Das machen wir mal heute im Unboxing. Schauen wir uns das mal an, was im Lieferumfang ist. Ich werde es dann in eine Maschine auch einbauen, weil ich da was testen muss. Und dann werde ich euch hinterher berichten, funktioniert das einwandfrei oder nicht. Hier steht drauf, Tazens, ich kann, mein Englisch ist schlecht, das ist zu entschuldigen, T-A-C-E-N-S, Tazens, ja gut, 10 Jahre Garantie auf dem Teil, finde ich schon echt cool und wie gesagt, japanische Kondensatoren drin, das finde ich immer sehr wichtig. Und ausgequatscht, jetzt geht's zum Unboxing, Netzteil, check, viel Spaß beim Video. So kriegt ihr das geliefert. Ich finde das immer schade, dass das so vollgeklebt ist. Aber mal gut, man muss auch Ressourcen sparen. Mal gucken, wo wir das aufmachen. Was wir denn da so drin haben. Ob mir das alles hoffentlich reicht für den Test. Weil wir haben hier ein Netzteil und sind uns nicht sicher, ob das hundertprozentig passt. Oh, da ist erstmal heftig das Netzteil drin. Wir haben den Schokostecker oder Kaltgerätestecker auch zu melden. Viel Verpackung ist hier nicht drin. Haben wir eine Anleitung. French, Deutsch, hier steht noch drin, was alles dabei ist. Brauchen wir nicht. Also man hat zumindest viel Verpackung gespart hier. Gut, das ist Kunststoff. Wir haben Flachbandkabel, mehr juckt nicht. 140er Lüfter ist schon angenehm. Nicht mehr wichtig, dass die Lüfter groß genug sind. Leise soll es auch sein. Da gibt es auch nicht so viel zum Maulen drüber. Hier steht weder was von DBA, das, von der Lautstärke noch irgendwas anderes. Hat auf jeden Fall 1,6 Kilogramm. Ja, da gibt es Lautstärke, ist nicht, steht auch nichts von drin. So, hoffentlich haben wir genug Anschlüsse. Bin ich ja neugierig drauf. Steht hier nochmal was drauf. Da stehen die Voltzahlen. 800 Watt. DC 3,4 Volt, 3,3, 5 Volt, 12 Volt, 12 Volt Schiene, 5 Volt SB Schiene, Maximum 20 AH in der 220 und in 6 AH sind es 59 A und 50 Hertz, 60 Hertz. 4,8 Watt, 12,8 Watt, totale Power 800 Watt und hier sind nochmal 120 angegeben. 700 Watt, 4,8, sollte ausreichen, um mit 2070 damit betreiben zu können. Ja, Anschlüsse haben wir hier, jetzt bin ich ja gespannt, haben wir genug Kabel? Das ist immer ganz wichtig zu wissen. Wie viel Kabel habe ich da drin? Das ist mit einem Gummiband gemacht. Praktisch. So, was haben wir denn hier an einzelnen Schienen? Es ist zumindest schon mal Flachbandkabel. Das müssen wir jetzt mal ein bisschen auseinanderreißen. Da ist nochmal ein Gummiband drum. Okay.
So, wenn wir das Ganze mal jetzt ein bisschen auseinanderreißen und schauen, was wir da für Anschlüsse haben. Das sieht mir ganz gepflegt nach einmal 8-Pin, 2x4, müssen wir mal genau gucken. Mainboard. So, das ist auch nicht so schön beschrieben hier, was da nochmal so wohin gehört. Hätte ich mir etwas besser vorgestellt, aber okay, wir müssen uns da zurechtfinden. Was haben wir denn hier? Wir haben auch nochmal einen 8-Pin. Nochmal auseinander. Ich sortiere das erstmal auseinander. So, wir beginnen mit den Molex-Stecker. Hier haben wir nochmal zwei Molex-Stecker mit einem Strang. Braucht man selten. Dann SATA haben wir hier einmal 1, 2, 3, 4. Und hier ist nochmal ein Strang mit zweimal SATA und einmal Molex. Reicht für 6 Geräte. Kabellänge okay. So, hier kann ich nur noch raten. Davon sind nämlich 3 Stränge da. Das ist auf jeden Fall Grafikkarte. Das sehe ich, weil da hier ein Doppelstecker dran ist. Kann CPU sein. Anschluss, gehe ich mal von aus. Davon haben wir 3 Stecker. Wie Sie sich das gedacht haben, kann natürlich auch Einzelstränge sein für... Wie gesagt, das ist auf jeden Fall die Grafikkarte, die Strom versorgen. Und die anderen sind sehr ähnlich. Ah, hier geht der Stecker ab. Grafikkarte, sehe ich schon. Okay, den kann man entfernen, weil das auf 3-Pin ist. Der lässt sich auch teilen hier. Dann ist das CPU da. Da muss man mal erstmal drauf kommen. Steht auch was drauf. HTEM. Das ist auf jeden Fall CPU, weil der sich hier teilen lässt. Haben wir noch einen mit für CPU? Der ist ganz, das ist gerade so. Das ist auf jeden Fall beides für die Grafikkarte. Da haben wir zwei Stränge, zwei Einzelstränge. CPU 8-Pin. Und Grafikkarten Doppeltanschluss. Okay, das war es auch soweit. Weil das Board hat nur einen 8-Pin-Anschluss. Nicht zu vergessen haben wir unseren Mainboard-Anschluss. So, da kann man aber nichts verkehrt. Wir werden das schon mal vorbereiten, damit man sich das so ungefähr vorstellen kann. Wir befestigen hier, weil das sollte man immer vorher machen, bevor man das Netzteil einbaut. Zack. Dann haben wir den Mainboard-Anschluss, den brauchen wir. So, das weiß ich. Auf jeden Fall die Grafikkarte. Den sollten wir. Der passt da. Das reicht hier als Doppelanschluss. Oder sind wir jetzt gierig und geben der Stromversorgung mal so zwei einzelne drauf. So. Wollen wir doch mal leicht behaupten. Na komm schon. Ich gebe dir mal zwei einzelne drauf. Passt. Zwei einzelne Stränge ist vielleicht gar nicht so verkehrt. So. Das ist der CPU-Anschluss, den dürfen wir nicht vertauschen, den müssen wir auch richtig rummachen. Wie gesagt, da müsst ihr mal so ein bisschen drauf achten, dass der nicht richtig rummacht. Hier machen wir den CPU-Anschluss drauf, damit er seine Stromversorgung hat. Die kannst du nichts verkehrt machen. Und dann haben wir noch einmal Grafikkarte. Das ist derjenige welcher. Wie gesagt, lässt sich hier wieder auf 3 teilen. Was uns jetzt noch fehlt,
sind drei Stänge. Also wir können alle Kabel anschließen, rein theoretisch. Hier ist nichts, was jetzt überbleibt. Na, ich könnte jetzt noch eine zweite Grafikkarte. Die Peripherie müssen wir noch ein bisschen verballern. Und dann nehme ich jetzt wirklich alle mit, weil ich jetzt aus dem Kopf nicht weiß, was ich brauche. Und ich nicht mit Y-Kabel oder so ein Quatsch arbeiten möchte. So. Ja, ich hoffe, ihr habt das so ein bisschen drauf gekriegt. So ein bisschen entnehmen noch. Ja, haben wir jetzt alles verbraten. Einbauen kann ich dann. Und berichte euch hinterher, wie es funktioniert hat. Ob die Kiste wieder läuft. So, da sind wir zurück von unserem kleinen Netzteil. Also, Stecker gehen ein bisschen schwer rein, aber sitzen dann aber auch richtig drin. Muss man schon ein bisschen nachdrücken das erste Mal. Okay, besser als wenn die Dinger ausgeleiert sind. Also das war sehr, sehr stabil. Musste man schon ein bisschen drücken. Das heißt, festen Sitz funktioniert. Nachteilig fand ich, dass hier keine Schrauben bei sind. Und da bin ich drüben erstmal in die Werkstatt gegangen. Wer das nicht hat, ist natürlich jetzt dumm, muss er die alten nehmen. Und wenn er keine hat, muss er sich welche kaufen. Also ein paar Schrauben, Jungs. Ich habe jetzt auch noch mal eine Kiste nachgeguckt. Nicht, dass ich hier sage, nee, da ist nichts. Also wenn man hier schon an den Schrauben spart, weil ich habe Schnellschrauben versucht reinzudrücken und die hat er nicht gleich gefressen. Also musste ich welche mit dem, na, eindrehen. Ist aber wurscht. Also das sind die einzigen Nachteile. Preis-Leistungs-Verhältnis auf jeden Fall. Rechner läuft wieder seit 2 Stunden ohne Stress, weil wir hatten hier das Problem, eine der 3,5 oder 5 Volt Schienen oder wie auch immer, scheint defekt zu sein, weil nach einer gewissen Zeit hat sich beide Monitore abgeschaltet. Also da kann man ja viele Ursachen, es kann das Netzteil sein, es kann das Board sein, es kann ebenso auch die Grafikkarte sein, das ist eine 2070 Super drin, die läuft eigentlich. Das habe ich alles ausprobiert, letztendlich kam ich zum Schluss, Netzteil überlastet, 750 Watt. Wenn wir diese Themen hätten, plus 80 Gold hätte eigentlich reichen müssen. Scheinbar nicht. Nach Jahren ist das Focus Seasonic, hat sich wohl verabschiedet. Alternativ war das jetzt ein günstiges Netzteil. Wir haben 10 Jahre Garantie. Wir haben japanische Kondensatoren drin, was ich immer gut finde. Und es ist kein 120 mm Lüfter, sondern hier ist wirklich mal zur Kühlung ein 140 mm Lüfter verbaut. Das Ding ist leise. Hat mich echt gewundert, ist kaum hörbar, also na, keine großen Spielereien da dran, nochmal einen Fan runterdrehen oder anschalten, Feierabend. Gibt es eigentlich nicht zu meckern. Wie gesagt, das sind die beiden Punkte. Der Hersteller, da musst du mal ein bisschen nachbessern, solltest ein paar Schrauben reinlegen, na, und dass auch die Gewinde besser passen. Muss man ein bisschen... Ich gebe euch einen Tipp, dreht die vorher schon mal einmal vor, dann manchmal ist das ja, dann ist da Farbe drin oder so, dann greift das nicht gleich. Ansonsten habe ich nichts auszusetzen. Gut, es ist 80 plus Silber, ist nicht Bronze, es ist nicht Gold, es liegt in der goldenen mit Silber. Kannte ich auch noch nicht, aber gut. Kann man es sich kaufen? Ja. Sterneempfehlung 4 bis 5 würde ich geben. Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, Qualität stimmt, ist eine Marke, die ich nicht kenne, aber gut. Ich packe euch das mal in die Videobeschreibung, wer alternativ ein günstiges Netzteil sucht und tut euch selbst einen Gefallen. Geht auf ein Quite oder sonst wo irgendwo einen Netzteilrechner und rechnet euch das auf, wie viel Watt ihr überhaupt braucht. Es gibt nichts Schlimmeres als ein zu kleines Netzteil. Diese Erfahrung musste ich in letzter Zeit auch bei dem Rechner machen. Also ich packe euch das mal in die Videobeschreibung, wem interessieren sollte, ist ein sogenannter Amazon-Partner-Link, bei mir gekennzeichnet mit AMZ und blauen Punkt vor. Da kriegt der Kanal eine kleine Provision und ihr müsst auch nicht mehr bezahlen und ich behalte ja meine Lebensberechtigungskarte für die laufenden Kosten. Dafür wird das nämlich verwendet, den Strom und was man so braucht. Na, da schon mal danke, wäre schön, wenn ihr diesen Link nutzt, dann supportet ihr wirklich den Kanal. Danke dafür. Natürlich könnt ihr einkaufen, wo ihr lustig ist, es jedem selbst überlassen. Ja, ich hoffe, das hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wenn es das denn getan hat, lasst ein Abo da für den kleinen Kanal und Daumen hoch in nördlicher Richtung. Geht fröhlich weiter. Nächste Video am Start und an die Abonnenten bitte die Hammerglocke nicht vergessen, damit ihr kein Video verpasst.
Ich sage an dieser Stelle tschüss, bye bye, bis zum nächsten Video, was natürlich am Start ist, bis zum nächsten Technik-Check hier auf dem Kanal. Macht's gut, bis dahin, euer Ducky, bye bye.